Herr Ziemer, Sie haben diesmal wieder eine sehr interessante Ausstellung angeleiert, das heißt in Bewegung gesetzt. Diese Ausstellung ist eine echte Rudor-Sache. Was zeigen Sie hier? Wir haben diesmal das Thema, dass die Geschichte eines Grundstücks, das heißt wir fangen an bei der Firma Hartmann, die 1912 hier nach Rudor kam. Dann wurde auf dem Grundstück wurden Autos hergestellt, der sogenannte AWS-Shopper. Dann war eine Filmfabrik auf dem Grundstück. Jetzt ist die Firma Kluwer auf diesem Grundstück. Die Gebäude, die dort waren, das heißt die große Werkshalle, das sogenannte Beamtenhaus oder das Verwaltungsgebäude, die unter Denkmalschutz stehen, wirklich hervorragend und vorbildlich in ihre Neubauten integriert haben. Man kann wirklich sagen, also die Firma Kluwer hat die Baudenkmale wirklich unter denkmalspflegerischen Gesichtspunkten wieder instand gesetzt. Thank you.
Aber es war ein gutes Verhältnis, denn da sieht man jetzt, dass jetzt immer noch Leute kommen, die da mal gearbeitet haben. Wa? Aber dass diese Umstände und Zustände, die da waren, die kann man gar nicht beschreiben. Jetzt meine Frage, also was hatten Sie dort für eine Tätigkeit? Ich war da Elektriker, Betriebselektriker. Betriebselektriker und? Jahrelang Betriebsrat gemacht, also ja, Betriebsrat sagt man in der freien Wirtschaft. Ja, und dadurch hatte ich Verbindungen zu allen Abteilungen, wa? Zu den Chefs. Die waren, unbegreiflicherweise, ich war ja IG Metaller und die waren ein bisschen scharf früher, aber ich hatte keinen Grund einzuhaken, weil die haben eine Rente eingeführt, 51. Da war die Firma 100 Jahre alt geworden, ja, 51. Und da hatten die eine Rente eingeführt, wer 20 Jahre da war, kriegte 80 Mark. Und die kriegen die heute noch. Das waren damals, für damals Verhältnisse und IG Metall, was kriegt ihr da? Rente? Bei so einem kleinen Betrieb? Wir hatten damals so 270 Leute. Das war ja kein großer Betrieb. Wa? Instead von Siemens und so, die hatten eine andere Betriebe. Wa? Und die Kollegen waren sehr gut, die waren eine alte, treue Mannschaft, weil das waren Kesselflicker, haben wir gesagt, Kesselschmiede und Dreher und Schweißer und die Büros waren natürlich extra wie immer im Leben. Aber es waren auch gute Kollegen. Wa? Nee, den meisten hat es da sehr gefallen, die waren ja da 40 Jahre, 50 Jahre. Und dann plötzlich haben sie aufgehört. Wa? Der eine war gestorben, also der Chef, der Seniorchef sowieso. Und der Krüger hatte, glaube ich, keine Lust mehr und der Hildebrand. Denn sein Sohn, der hatte auch keine Lust mehr, nicht zum Arbeiten, aber den Betrieb zu übernehmen. Wa? Und das waren da hinten in der Kanalstraße Liegenschaften, das war ja Vermögen. Wie ich hier erkennen kann, haben Sie eine Auszeichnung bekommen von den Kollegen, sein 250. Spiel, Fußball. Ja, genau, richtig. Ich war begeisterter Fußballer, so will ich es mal sagen. Und wir waren eine ganz gute Truppe. Wir haben ja Firmenliga gespielt. Und einmal sind wir ja, glaube ich, kann es nicht genau sagen, aber da waren wir wohl Zweiter oder Dritter, hätte beinahe FDEB gesagt, das stimmt aber nicht, bei der Gewerkschaft. Ja? Also wir haben schon, und der Hildebrand, das war unser erwachter Chef, und das war ein Dresdner Anhänger, deshalb der Dresdner, die Dresdner Farbe. Also das muss ich sagen. Also er hatte seinen eigenen Fußballclub und Sie haben gerne dort gespielt? Ja, auf jeden Fall. Wir haben gegen die großen Klassenmannschaften wie dem Müllkippe, die waren dicke da, und dann waren die von den Firmen Allianz und was weiß ich, wie sie alle hießen. Das weiß ich so, ja, heute nicht mehr, vergisst man ja. Und da in der Klasse haben wir gespielt, das war schon gut. Darf ich mal fragen, wie lange Sie bei Hartmann waren? 17 Jahre. 17 Jahre. 17 Jahre. Ja. 17 Jahre, 250 Spiele, dann kann man doch erkennen, dass Sie sehr fleißig gespielt haben. Ja, ich war praktisch bei jeder Aufstellung bei. Ja, ich erinnere mich nicht, dass ich mal abserviert wurde, nicht. Ich bin bis zum Schluss, mit 42 oder was weiß ich, 43 Jahren habe ich aufgehört. Ja, das war eine dufte Truppe, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Die Gemeinschaft war ja sehr groß geschrieben, das heißt der Zusammenhalt im Unternehmen. Ja, das muss ich auch sagen, das kann ich bestätigen. Das war ein Familienbetrieb. Wir haben uns alle praktisch zur Familie gerechnet. Naja, was soll's. Was haben Sie bei Hartmann gemacht? Ich habe gelernt, technische Zeichnerin, und anschließend als solche gearbeitet. Also Sie haben im medizintechnischen Bereich, also in der Sterilisation, für Sterilisation. In Krankenhäusern haben wir die Apparate gebaut. Also nicht jetzt Walfangschiff oder so, sondern im medizinisch-technischen Bereich. Das war ja eines der Standbeine des Unternehmens. So ist es, ja. Habe angefangen 1963 zu lernen und dann praktisch bis zum bitteren Ende, bis es also nicht mehr war, dann mussten wir ja alle aufhören. Das war dann im Jahre 72. Da war es ja dann schon Küster Hartmann. Die reine Hartmann-Firma ging ja nur
meines Erachtens bis 69. Also ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber so in dem Dreh. Hat die Ihnen aber eine gute Lehre gewährleistet? Doch, auf alle Fälle ja. Das hat sie. Du rennst mir nicht um. Ja, möchte das ja ewig her, meine Frau. Geh mal. Ja. Ist das niedlich. Ja. Toll. Das ist ja ein Ding, oder? Ja, aber. Naja, du. So einer von denen, die die längste war. Das Kesselschweißer, hinterher als Monteur, rausgefahren ab 1960. Auf die einzelnen, also ich wurde ausgebildet, mehr oder weniger, erst zur Reparatur, wenn was kaputt gegangen ist und dann immer weiter, weil ich ja Maschinenschlosser gelernt hatte, konnte ich mich ja mit allen Sachen beschäftigen, ich konnte Rohre verlegen, konnte alles machen. Also und dann hat man mich in der Firma mehr oder weniger mit die besten Monteure, die bei uns waren, das war Alfred Schwähler und Harry Krajewski und wie sie alle hießen, dann so zusammen, ne, und dann mitgefahren und so und dann natürlich als Schweißer Reparaturen, aber dann immer weiter ausgebildet zum Monteur. Und als nachher, dann waren wir dann 69 bis 70 in Friedberg und dann, also das hat lange gedauert, ein Vierteljahr von zu Hause weg, ist nicht gerade schön. Und dann zuletzt, wo die Firma geschlossen wurde, das heißt, da war ich immer noch ein halbes Jahr später immer noch Montage, und zwar in Goslar. Mhm. Ne? Und dann hat sich das nachher, als das da fertig war, dann haben wir einen anderen Job suchen müssen. Ne? Was waren denn die hauptsächlichen Arbeiten? Also was hatten Sie da montiert? Na, wir haben die Kessel montiert, wir haben sie aufgestellt, wir haben die Tierkörperverwertungsanlagen aufgestellt mit allen drum und dran. Ne? Mhm. Im Einzelnen jetzt hier einzugehen drauf, das ist ein bisschen kompliziert. Ja, ja. Also das kann ich Ihnen jetzt hier wirklich nicht sagen, aber wir haben alles, was dabei war, diese ganzen Kocher und die alle dazu gebraucht wurden, Vorkocher und die Ölbehälter und also Abfangbehälter und alles, wie man sie nannten, haben wir aufgestellt und angelegt und fertiggestellt, wie man sagt, bis der Betrieb in Arbeit ging. Ne? Also quasi eine komplette Produktion starten. Ja, komplett, ja, mehr oder weniger. Ne? Das ist so, aber ich musste ja dann teilweise immer wieder noch woanders hin, zwischendurch abgezogen, wegen Reparaturen, Hochdruckschweißen, da musste der TÜV dann ran und so und dann wurde mit Schweißen mit dem TÜV und dann mal dahin und dann wieder zurück, also das war schon ein bisschen doof. Ne? Also es ist, manchmal habe ich mich auch am Mächtig geeiert. Ich habe ja manchmal Tage, da hat man gesagt, Rudi, fahr mal schnell 3 Tage weg. Ne? Und dann wurden 3 Wochen draus und da war man ja nicht drauf vorbereitet. Zu Hause nicht, hier nicht. Das ist schon ein bisschen, und mehr oder weniger war ja auch so, ist viele Monteure auch denn Scheidung war. Ne? Sie waren bei Hartmann? Ja, 7 Jahre. Von 1957 bis 1965. Ja. Was haben Sie dort gemacht? Ich war in der Kesselschmiede tätig. Also auch Kesselschweißer? Nein, Kesselklopper. Also der Schmied quasi, der mit dem Hammer da durch die Gegend hier donnerte. Genau so, der die schwerste Arbeit hatte, die Sklavenarbeit dort. Sklavenarbeit? Ja, das war wie auf einer Galeere, ja. Mhm. Naja, mit so einem 30 Pfund Hammer da den ganzen Tag kloppen, ist schon eine ganz schöne Arbeit. Mhm. Nicht? Also ich bin manchmal halb tot nach Hause gekommen. Ihr Kollege sagte eben, dass die Kessel gebordert wurden, also quasi erstmal in Form gebracht werden mussten. Das wurde ohne Maschinen gemacht, das wurde quasi nur mit einem Hammer gemacht. Ja, das ist völlig richtig. Da wurden die Bleche in die Walze geschoben und die ersten 10 cm, die von der Mittelwalze nicht gegriffen werden können, die mussten vorher mit dem Hammer angerundet werden über die ganze Breite von meistens so 3 Metern. Nicht? Und das waren Bleche bis zu 18 mm dicke. Also das war schon eine ganz schöne Arbeit. Ja, 18 mm, wenn man das mal ausrechnet, ich glaube, da konnten ein paar Tonnen dann zusammen. Ja. Nicht? Ja, und die Kessel, die hatten dann so einen Durchmesser von ungefähr gut 3 Metern. So. Nicht? Also praktisch beim LKW schon Übergröße? Ja, das waren Übergrößen, ja. Die wurden auch, die wurden ja mit der Bahn verladen, nicht? Und das waren immer Sondertransporte. Mhm. Ja. Es wurde auch angesprochen von allen Ihren Kollegen, der Zusammenhalt in der Firma.
Also der war an sich sehr gut, möchte ich sagen. Ja, also die Kolonnen unter sich, die waren sehr gut zueinander. Und die anderen Kolonnen, also Kolonne zu Kolonne, war genauso in Ordnung. Nicht, also da gab es eigentlich keine Probleme. Also nicht, dass mir da was bekannt wäre. Das kann man an für sich für eine Firma heute gar nicht mehr so denken, denn heute arbeitet oftmals leider in einem Betrieb jeder gegen jeden. Ja, leider ist da einer den anderen sein Teufel, nicht? Leider. Futterneid. Nicht? Jeder hängt an seiner Arbeitsstelle. Sie waren ebenso bei Hartmann? Das war die Firma, eine bessere gab's nicht. Das ist eine sehr deutliche Aussage. Ja, das kann ich beurteilen. Ich war 45 Jahre Gewerkschaftsfunktionär gewesen und kann sagen, die Firma war sozial hervorragend. Die Kollegialität hat gepasst. Der Chef war einmalig. Wir haben zum ersten Mal haben wir ein Urlaubsgeld von 35 Mark gekriegt. Da hat noch jeder geträumt in Deutschland, dass es Urlaubsgeld gibt. Wir haben Weihnachtsgeld gekriegt. Der Chef kam auch mal vorbei, der Hildebrand, in der Nachtschicht und hat gefragt, ob wir die Termine halten. Da hat der Vorarbeiter gesagt, das geht in Ordnung. Hat er gesagt, dann kommen Sie mal mit zwei Mann. Da hat er Kasten Bier für jede Kolonne bei gehabt. Das können Sie sich heute überall suchen. So weit gibt es ja nicht mehr. Und davon lebt die Firma, hat sie gelebt. Und Sie sehen ja, nach 1972 ist sie aus. Das sind 28, 29 Jahre. Ja. Sie treffen sich nach 29 Jahren wieder mit einer Herzlichkeit untereinander, die bemerkenswert ist. Ja, so war Teig also im Nachhinein nirgendwo wieder festgestellt. Das berührt also auch so. Wir hatten eine Betriebssportmannschaft, Fußball, die war auch führend in Berlin mit. Die halbe Firma war jedes Mal dabei und da wurde am Tag hier ackert und gemacht. Und hinterher bei 35 Grad auf dem Henschel-Sportplatz wurde gespielt und da wurde auch mal einer zur Brust genommen. Also die Kollegialität und die Kameradschaft, davon zeugt eben heute noch, dass wir uns trotzdem, wo man sagen, jetzt schon viele leider unter der Erde liegen, aber sie sind nicht vergessen, sie sind in unserem Herzen, werden sie weiter. 35 angefangen zu lernen und 39 ausgelernt und muss sagen, alle, die bei Hartmann was gelernt haben, die sind was geworden. Und keine schlechten. Man konnte aber dann durch die Vielfalt der Produkte, also man ist praktisch an alle dran gekommen. Und jeder, ich bin dienstverpflichtet worden, 39 auf eine Schiffswerft nach Bremen. Und da habe ich gedacht, mein Gott, eine Schiffswerft, das ist ja unmöglich, das kann ich doch ja nicht alles so was. Und ich muss sagen, ich hatte im D-Zug noch einen ziemlichen Bammel, aber als ich da war und habe die anderen Tüten gesehen, dann bin ich nach 14 Tagen bin ich Vorarbeiter geworden. Mit noch knapp 19 Jahren. Also da sehen Sie schon mal, dass die Jungs, die da bei uns was gelernt haben, dass die auch, und wenn sie in andere Firmen gegangen sind, später nach der Auflösung, die sind alle was geworden. Also die haben schon was mit. Sie der erste Lehrling nach dem Krieg? Der Dreherlehrling. Nach dem Krieg. Ich habe im August 1950 angefangen und eigentlich durch Glück und Zufall, weil meine Großmutter da jemanden kannte bei der Firma Hartmann und die haben mich da so ein bisschen ringeschoben, wenn ich mal so sagen darf. Vom Dreher wusste ich überhaupt nichts und da gab es noch keine Lehrwerkstatt. Ich habe also nie richtig feilen gelernt oder was. Ich kam gleich an eine Drehbank ran mit dem Gesellen, der war auch eine Zeit lang mein Lehrgeselle. Und da habe ich Blut und Wasser geschwitzt die ersten Tage. So eine Maschine da zu bedienen, ist ja auch nicht so einfach, wenn man keine Ahnung hat. Und etwas möchte ich noch dazu sagen. Das Lehrverhältnis, der Lehrvertrag, damals wurde gezahlt, da war das so üblich bei den Firmen, im ersten Lehrjahr 25 Mark, im zweiten 35, im dritten 45. Die Firma Hartmann hat mir im ersten Halbjahr, Lehrhalbjahr schon 35 Mark bezahlt und im letzten Lehrhalbjahr 87 Mark und 50. Daran können Sie schon mal die soziale Stellung sehen, was die Firma also praktisch getan hat für die Leute. Schon mit den Lehrlingen fing das also an. Und ich war ja nicht der Einzelfall, wer also Kupferschmied oder Kesselschmied oder Schlosser gelernt hat, bei denen war das ja ähnlich.